Da sind wir wieder. Ja, dann allen herzlich willkommen, die jetzt erst einsteigen. Wir sind auf der Reise in unendlichen Weiten und ja, im Moment flüchten wir eher von gegen, nein, vor den Rebellen. Wir sind Mitglied der Föderation, haben aber leider nur so ein kleines Schiff, der nicht so viel kann. So, du wechselst durch die Breitbandkommunikationskanäle, als du ankommst, aber du hörst nur Rauschen. Okay. Da sind wir. Natürlich, durch Störung draußen haben wir auch Probleme. Nein. Gehen wir da hin. So. Alles klar. Wir haben, kann ich aus irgendeinem Grund kann ich die nicht verwenden. Das muss ich nochmal rausfinden, wie das geht. Unsere Hülle hat ein bisschen gelitten, ein paar Kratzer abbekommen vom letzten Kampf. So, mal, da haben wir nochmal eine Stunde Pause gemacht. Ich weiß schon nicht mehr, wo ich bin. So. Nee, ach, mein Tja, okay, springen. Ah, gut. Das ist ein Shop, wir haben aber kein Geld. Da ist ein Ausgang. Da kommen wir hin. Wir dürfen das klar machen, aber das System gefällt mir überhaupt nicht. Eine scheiß Nebel. Oh nein. Dein Weg kreuzt sich mit einem vorgerückten Aufklärer der Rebellenflotte, der diesen Bereich des Nebels nach deinem Schiff absucht. Ah, wie schade. Greift uns auch direkt an. Wir müssen dann sofort Gegenmaßnahmen schon mal einleiten. So. Oh, wie viele Raketen haben wir noch? 13 Stück, das ist cool. Wir beschießen sein Schild. Das scheint auch wirklich nur so eine Drohne zu sein, weil der hat auch keine Lebenserhaltung oder so. Ich sehe ja nichts. No. Ach so, wir müssen und dann, der geht dann dahin. Ja, ich muss ich ja noch speichern. Wir haben ja noch ein Crewmitglied. Das muss man neu, alles neu ordnen. So. Wir speichern mal die Stationierung. Oh. Aber wir haben auch gute Treffer gelandet. Wenn du das Schild aufrecht hältst, umso besser. Ah, wir haben zerstört schon. Okay. Ah, Drohnen lassen sich relativ leicht zerstören. Zum Glück. Können wir noch ein bisschen bekommen dafür. Gucken, ob ich noch ein bisschen Energie zugehole. Ah, mehr geht nicht. Geht jetzt das hier? Ah, jetzt geht's. Wir haben die Schilder voll auf Power. Das ist gut. Das ist gut. Ja, kriegen wir es ja langsam in den Griff. So, und dann gehen wir wieder. Ist egal, wer das Schiff steuert. Ah, der muss, das ist gesundheitlich angeschlagen. Der hat auch normalerweise, Jockel hat ja normalerweise das Schiff gesteuert. Den schicken wir auch wieder da vorne hin. Jetzt brauchen wir einfach nur. Was muss ich drin? Nur Hotkey Eingabe. Nur Eingabe drücken, dann laufen die alle hin. Okay. Wir werden gleich sehen. Ja, wir springen mal weiter. Da zum Ausgang. Du hast den Langstreckensignalpunkt erreicht. Ist der FTL-Antrieb geladen, kannst du in den nächsten Sektor springen. Ja, das machen wir. Du bekommst im System, also du kommst im System an und entdeckst sofort ein Piratenschiff in der Nähe. Seltsamerweise befindet sich aber laut der Scans keine Lebensform an Bord. Du plünderst das Schiff, findest aber keinen Hinweis auf den Verbleib der Crew. Das ist merkwürdig. Das ist sehr merkwürdig. Okay. Aber die Sachen nehmen wir trotzdem mit. So. Alles klar. Haben wir noch ein bisschen Rohstoff gekriegt. Material. Ne? Können wir weiter springen. Dann wechseln wir in die Sekunde. Ne? Da ist die Warnungszone. Und da hinten sind die ganzen Rebellen. Das wird dann echt hart. So. Nächster Sektor. Auf geht's. Oh, da ist ein Shop da hinten. Ein Notfall. Oh, komm, wir helfen, ne? Ja, komm, wir haben Zeit. Wir können uns das. Wir helfen immer. Aber in so einem Shop könnten wir unsere Struktur mal reparieren lassen. Du stößt in der Nähe auf eine Bergbaukolonie der Menschen, in der eine unbekannte Krankheit wütet. Es sollte eine Quarantänezone eingerichtet werden, aber es kam zum Aufstand. Deine Crew schickt, um zu helfen, die Menge in den Griff zu bekommen. Ihre Anfrage ignorieren und weiterfliegen. Wir versuchen mal, die Menge in den Griff zu kriegen.
Der Anblick deiner Waffen beunruhigt die Erkrankten so weit, dass du ein einfaches Quarantänesystem einrichten kannst. Allerdings treten nun auch bei einem deiner Crewmitglieder Symptome auf. Du musst ihn auf der Station zurücklassen, in der Hoffnung, dass bald ein Heilmittel gefunden ist. Du fliegst weiter, bevor noch mehr Crewmitglieder eingesteckt werden. Oh Mann, Maniac ist weg. Ach, schade, Maniac. Er ist tot sogar. Er wird als tot deklariert. Was ist das denn? Da steht darin, dass er nicht tot ist, sondern nur befallen. Ach, schade, das fehlt ja mir natürlich. Das heißt, wir müssen hier unsere Konfig wieder neu machen. Ich muss das mal eben hier mal eben machen. Der geht dahin. Der geht dahin. Und ja, und dann speichern wir diese Position. Ist gespeichert, ja, wunderbar. Und dann schicken wir die wieder nach. Können wir auch da lassen, Maschinenraum brauchen wir jetzt keinen. Jetzt nicht. Schade, der wird uns fehlen, ne? Was, das, wenn man helfen will, ne? Da ist man nur gearscht. Ne? Wir haben ein bisschen was bekommen, andere Sachen. Aber trotzdem ist es doch echt ärgerlich. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Wir haben noch einen Notfall? Nein. Shop haben wir. Ah, ja, einen Shop wollte ich, ne? Meine Hülle reparieren lassen. Genau. Business hat haben wir ja noch. Können wir uns das hier mal gönnen. So. Alles klar. Ah, die Raumstation hier hat einen fahrenden Händler an Bord, der dir seine Ware anbietet. Ja, ist das schon mal nett von ihm. Aber ich muss hier einfach nur reparieren erstmal. Und wir brauchen Personal. Wer ist das? Lambert? Lambert Sneko. Diese telepathischen Sneko wurden in der Galaktischen Föderation gemieden, weil sie klauen und manipulieren. Telepathische Kräfte zeigen Räume und Lebensformen auch ohne Sensoren. Immun gegen Gedankenkontrolle. Ist ja gar nicht schlecht, ne? Wir haben 45 genommen. Was haben wir da? Wir haben hier Kirby. Menschen sind gewöhnlich und uninteressante. Fertigkeiten verbessern sich einfach. Ich mag den hier, ne? Weil er was hat. Der ist zu teuer. Julian Raffen. Feldis. Die Felis. Hoppla. Die Felis von Frakos 4 sind selten. Sie sind für ihre enorme Kraft bekannt. Immun gegen Feuer, Bewegung halbiert, maximale Gesundheitsstärke auf 150. Okay, die können ein bisschen mehr ab, ne? Aber ich habe für den kein Geld. Ich nehme den hier. Da haben wir noch einen neuen Crewmitglied. Das heißt, müssen wir es nochmal neu konfigurieren, unsere Situation. Pass auf, dann werden wir den dahin tun. Und brauchen einen Triebwerk. Ja, pass auf. Ja, die da. Hier, warte. Den hier hin. Motor, den lassen wir da. Und Linie, okay, dahin. So. Dann haben wir hier seine Station. Dann speichern wir diese Station. So, alles klar. Dann gehen wir wieder zurück. Alles klar. So machen wir das. So machen wir das. So machen wir das. Alles klar. Ja, mehr können wir nicht tun. Ist ausgestattet. Wir fliegen zum Ausgang. Und springen in den nächsten Sektor. Vorzug im grünen Sektor. Der rote wird schon irgendwie gefährlich. Wir kommen in einen neuen Sektor. Erreiche das Ausgangssignal und springe in den nächsten Sektor, bevor die Rebellen dich erreichen. Bestimmt komisch, dass ich mal vorlesen muss, irgendwie aufstoßen muss. Irgendwie. Ich habe nichts getrunken, gar nichts. Einfach Rebellion meines Magens. So. Alles klar. Dann weiter. Gucken wir mal, was hier uns erwartet. Ah ja, okay. Ist alles gut. Mal gucken. Da ist ein Shop. Wir haben aber kein Geld. Also brauchen wir da gar nicht hinfliegen. Der ist Ausgangspunkt. Ich würde dann sagen. Die Frage, ah, da geht es noch weiter und dann da und dann da. Alles klar, so machen wir es. Wir meinen wir, fliegen wir da, fliegen da, fliegen da. Und wir müssen trotzdem durch den Nebel. Egal wie wir fliegen, wir müssen durch den Nebel. Also fliegen wir
Da können wir noch nicht hin. Wir können aber dahin. Oh. Scan zeigen an, dass ein abgelegene Siedlung von einem Piratenschiff blockiert wird. Das Schiff schickt dir schnell eine Nachricht. Halten Sie sich raus oder Sie sind das nächste Ziel. Feuer konzentrieren auf die Piraten angreifen. Natürlich greifen wir Piraten an. Ich lasse mich ja nicht bedrohen von solchen Spacken hier. Sie haben es nicht anders gewollt. Das Schiff wendet sich vom Planeten ab, um dich anzugreifen. Ja, das können Sie ja tun. Wir werden vorbereitet sein. So, wir brauchen. Wir ballern erstmal. Wir haben Raketen genug. Da wir hauen erstmal das Schildsystem kaputt und deren Waffensystem. Haben wir sonst noch was? Nö, wir haben das läuft schon. Das ist das Maximum. Abfall. Achso, und dann unsere Position einnehmen. Ne? Zack. Okay. Ah, gute Treffer. Ja, da brennt er schon direkt. Sehr schön. Das Nachladen dauert lange. Wir müssen mal sehen, dass wir. Ah, okay. Sie wollen anscheinend fliehen. Wie schade. Ich glaube, die fliehen nicht. Also gut, wir geben auf. Wir sind keine wirklichen guten Piraten. Okay, wir lassen sie ziehen und ja, wir machen das so. Wir sind ja nicht so, ne? Wir sind ja nicht so. So, ja, wir brauchen nur den Jockel wieder. Hier davon. Achso, Jockel, ja, zack. Die Steuerkonsole wieder. Und den tue ich dann schön. So. Okay. Ja, haben wir kaum Schaden genommen. Können wir noch versteigern, Schilde? Versteigern und brauchen wir wieder andere Energien mehr, ne? Ne, geht nicht. Achso, da brauchen wir 25 zum Steigern, oder tatsächlich? So teuer. So, Antrieb können wir noch verbessern. So, okay, machen wir. Können wir jetzt aber noch nicht, können wir auch noch nicht nutzen. Müssen wir erst wieder Punkte sammeln. Okay. So machen wir das, so machen wir das. Weiter fliegen. Wie geht's hier weiter? Oh nein. Oh nein, oh nein. Ein Piratenschiff hat in diesem Asteroidenfeld auf der Lauer gelegen. Es nähert sich sofort, um anzugreifen und kämpfen. Alles klar, dann gehen wir alle wieder auf Position. Dann richten wir unsere Waffen aus. Auf Waffen und Schilde. Und dann würde ich sagen, ab die Action, ne? Ja, glücklicherweise jetzt recht gute Schilde. Ja, gute Treffer gelandet. Haben die voll wechseln die Position? Sie schicken dir eine Nachricht. Unfassbar, wie gut ihr Schiff gerüstet ist. Nehmen Sie das hier bitte an und lassen Sie uns leben. Jupp, das machen wir. Okay. Jetzt müssen wir aber unbedingt hier weg. Wenn ich auch hier wieder nehme, dann muss ich da vorne. Ich lasse die andere Position, ne? So. Ja, wir müssen warten, bis der FTL-Antrieb geladen ist. Vollkommen weg. Brauchen wir mal gute Schilder. Zack. Also fliegen wir da an. Geht los. Weg hier. Weg hier. Oh nein! Immer ist in diesem Gebiet ein Gegnerschiff. Dieser Signalpunkt wurde zum Nahen an einen Riesenstern der Klasse M platziert. Das Schiff wird sich langsam überhitzen, bis du von hier verschwindest oder stirbst. Ein Pirat, der die Gefahr der Sonne nicht beachtet, greift dich an. Natürlich. So, eine Position beziehen. Dann feuern wir wieder auf deren Waffensystem und Schilde. Und los geht's, ich hoffe, meine Schilder halten stand. So, eine Weile, bis sie aufgeladen sind. Na komm,
gerade schnell auf. Ah. Wir nehmen das Angebot an. Ich will ja auch wirklich schnell hier weg. Ne? Sonneneruption, es gibt vielleicht Feuer irgendwo bestimmt. Jupp. Glücklicherweise hier nur in diesem Bereich, das ist okay. So, dann schließen wir wieder alle Türen und dann fliegen wir hier weg. Warte, das ist zerlegt, selber schuld. Weg hier. Bleib nicht lange. Ah ja. Du springst in einen ruhigen Teil des Nebels. Deine Erleichterung hält aber nur kurz an. Dann taucht ein Rebellenaufklärer am Signalpunkt auf und greift an. Natürlich. So. Wieder Position einnehmen. Waffen. Waffen, das ist ja gar kein Schild, sehe ich gerade. Ja, gar kein Schild. Dann zerstören wir unseren Antrieb. Warum hat er kein Schild? Merkwürdig. Okay. So. Das abhauen kann ich mal nicht mehr so einfach. Zerstört. Wir wollten die Drohne beschenken, wie so. Okay. Haben wir. Das Schiff explodiert und hinterlässt eine beträchtige Menge an nützlichen Schrott. Ja, das nehmen wir mit. Haben so ein bisschen unsere Verluste ausgeglichen, ne? Alles klar. Gefährlich hier. Ja, Gefahr ist aber dieser Nebel, wenn man sinkt. Wir können springen. Ah, wir müssen unsere Struktur reparieren. Dann gebe ich erstmal nichts aus. Aber wir sind ja schon fast am Ziel. Du hast den Langstreckensignalpunkt erreicht. Ist der FDL-Antrieb geladen, kannst du bla bla. Das kennen wir alles, ne? Sparen wir uns. Oh. Du kommst im Sektor an und wirst von einem Forschungsschiff gerufen, das beim Signalpunkt liegt. Wir haben kaum noch Treibstoff, aber ein Angebot für Sie. Das Angebot annehmen. Was für ein Angebot? Ja, was ist das Angebot? Ein Angebot für Sie? Ja, was? Na, das Angebot annehmen. Ja, was denn für ein Angebot? Achso, ich sehe. Ah, das sollen wir 3 bezahlen? Dafür kriegen wir 3 davon. Ja, nee. Jetzt ist das scheiße. Na komm, wir sind aber hilfsbereit. Und dann müssen wir einen Händler finden. Sonst streiben wir im Weltraum ohne Antrieb, ne? Das wäre doof. Mhm. So, soweit alles heil. Ja. Ne, wir brauchen ja Geld für Treibstoff. Treibstoff kaufen. Können das leider so nicht. Wir müssen springen. Nächster Sektor. Wir springen in den nächsten Sektor und nehmen hier einen grünen. Du hast den Engi-Raum erreicht. Die Mentes bedrohen schon länger die Kernwelten der Engi. Doch du solltest trotzdem deine Vorräte für die weitere Reise auffrischen können. Okay. Dann weiter. Da ist ein Notfall, ich brauche einen Händler. Wir gehen erstmal zum Notfall. Wir haben noch 3 Sprünge. Du erreichst eine qualmenden Engi-Forschungsstation, deren Hilferuf nicht gehört wurde. Vermutlich sind Piraten oder Mantis für den Angriff verantwortlich. Vielleicht gibt es Überlebende an Bord oder etwas Nützliches. Abortstation geht nicht mehr. Ja. Dein Team meldet einen verletzten Engi und einen brauchbaren Drohnenbauplan. Dann schreit jemand, der Reaktor der Station explodiert gleich. Dein Team bleibt nicht mehr viel Zeit. Engi retten, die Drohnenpläne Engi retten natürlich. Oh, scheiße. Mann, das ist mein Pilot tot. Eins deiner Crewmitglieder packt den Engi und stößt ihn in die Luftschleuse, bevor der Reaktor explodiert und sich die automatische Panzertür schließt. Dir bleibt nur, sein Opfer zu würdigen, um weiterzumachen. Na toll. Aber dafür haben wir einen neuen, nämlich Deli. Deli nimmt den Job jetzt. Okay, wir müssen dann. Deli kommt dahin.
dahin. Wer ist denn gestorben? Sind noch alle da? Hä? Hm. Alle da, oder? Ich weiß nicht. Wer fehlt da? Ist das eben einer? Das wäre einer gestorben. Hatten wir vorhin vier auch schon? Ah, klar, wir haben einen getauscht. Wir haben vorher auch schon vier gehabt, ja. Richtig. So, genau, wir haben von der eigentlichen Crew eigentlich gar keinen mehr. Nee, wir haben von der eigentlichen Crew gar keinen mehr. So, was sehen wir? Alle Stationen gehen. Mal testen. Ist nur der eine, der die Station verlassen muss. Und der muss ganz nach hinten. Okay. Ja, ist aber auch Sinn. Ist gar nicht so unlogisch. Das passt eigentlich ganz gut. Weil dieser Bereich einen in seltensten Fällen wirklich Schaden erleidet. Und ja, wir brauchen Rohstoff. Wir brauchen unbedingt. Wir brauchen Treibstoff. Wo finde ich jetzt Treibstoff? Das ist echt scheiße. Wir haben so wenig Treibstoff. Stehen an dem. Ein unidentifiziertes Schiff ist bereits schwer beschädigt und wird noch immer von einem Raumpiraten verfolgt. Das Opfer setzt einen Notruf ab. Doch der Pirat meldet sich ebenfalls und verspricht, die Beute zu teilen, wenn er. Können die benannten? Machen wir nicht. Versuchen den Helden zu spielen und machen fertig weiter. So, natürlich Position einnehmen. Und dann wird wieder Schildsystem beschossen. Aber nicht mit der Waffe. Der war bestimmt das Waffensystem mit dem Schild. So machen wir das. Und dann lassen wir uns gewinnen, hoffentlich. Eindringen erwohnt, ja. Augenblick, wir unterstützen die mal, damit wir schneller. Noch mehr rüber geschickt. Ah ja. Na schön, unsere vorige Angebot war wohl nicht gut genug. Dann legen wir noch was drauf. Die Größe der Bestechung nehmen, weiterfliegen, nein. Das Angebot weisen, Angriff fortsetzen. Zum Beispiel das Schiff. Ja, wir haben Treibstoff wieder. Wunderbar. Ah ne, ist gar kein Treibstoff. Ah ja. Aber wir haben auch gut Belohnung bekommen. Wir brauchen Treibstoff. Wir brauchen unbedingt Treibstoff. So, den Steiner. Genau, ja, Steiner. Jockel war vorne, ne? Ja. Stelle ist ziemlich stark angeschlagen. Schicken wir in die Krankenstation. So. Und das war Lambert. Lambert war ja hier, ne? Genau. Zack. Alle wieder in der Station. Alle besetzt. Wunderbar. Ich bräuchte noch einen. Einen bräuchten wir noch, wenn wir Dauerwaffenmaschinen rum hätten. Das wäre gut. Okay. Kein Händler, verdammt. Und wir haben nur zwei Sprünge. Und kein Händler in Sicht. Ne, dann nehmen wir schon in Richtung Sprungdruck. Oh, wir haben einen Händler, wir brauchen einen Händler. Ein eigenartiges Radarsignal entpuppt sich als Mantris Kriegsschiff, das gerade die Überreste eines Engi-Trägers ausschlachtet. Das Mantris-Schiff greift sofort an. Okay, dann gehen wir wieder auf Kampfstation. Waffensystem, was haben die noch? Die haben so viele Systeme. Und Schild. Auf geht's. Vor uns schießen. Kommen so einfach und durch unsere Schilder, verdammte Scheiße. Ja, die Raketen kommen so durch. Warum schießt ihr auf? Wo eine Struktur beschädigen was? Ah, zerstört. Gut, ja, gut. Und rein. Oh, wir haben drei Triebwerke. Wir haben. Ja. Das ist gut.
Ah, wir haben ja. Puh, wir haben wieder Treibstoff. Wir haben wieder Treibstoff. Gut. So, Steiner, gebe ich dann Steuer. Wir haben wieder Treibstoff. Das muss irgendwas repariert werden. Ja, ist alles heil, ne? Außer, dass die Struktur angeschlagen ist. Also alles heil. Okay. Da ist ein Shop. Wir hätten nur verlassen, dass wir liegen. Wir gehen jetzt mal zum Shop. Kaufen uns Treibstoff ein. So. Ein Englischer meldet sich. Antriebsverbesserung erforderlich für Heimreise. Ausrüstungsverkauf erforderlich für Antriebsverbesserung. Hm. Gut, wir kaufen erstmal Treibstoff ein. Komm, alles ein. So. Dann Raketen nehmen wir mal ein paar mit. So. Und jetzt Jungfeldumkehrer. Schützt dein Schiff gegen Ionenschaden und negiert ihn zu 50% vollständig. Ah, ja. Waffenvorzünder. Waffen stehen nach einem FET schon sofort. Ah, das ist geil. 120 kostet das. Ach, das können wir uns einfach. Das ist teuer, ich weiß. So. Und Drohnenbergungsarm. Was haben wir hier noch? Ruhtransporter, ne? Wir haben nicht mehr so viel Geld. So, eine Waffe kaufen wir auch nicht. Dann kaufen wir die Rakete noch. Hacking haben wir nicht, das ist uns alles nichts. Nö, alles andere nutzt uns nichts. Jungfeldumkehr, das könnten wir noch mitnehmen. Achso, erstmal. Aha, erstmal reparieren. So. Und schon haben wir kein Geld mehr dafür. Gut, alles klar. Okay, dann haben wir es. Alle in Position. Wir sind wieder fit. Wir sind aufgeladen. Haben für 10 Sprünge Treibstoff. Mehr gibt es nicht, ne? Wir haben alles aufgekauft. Okay, alles klar. Dann können wir springen wieder. Und den Notfall hier. Den Notfall helfen. Aber an dieser Stelle machen wir es mal wieder eine kleine Pause. Und wir sehen uns in Kürze wieder, hoffentlich. Bis bald, euer Jockel. Ciao.